Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zum Gaming-Glücksrad bei mir auf dem Kanal. Heute spielen wir ETS. Wir haben uns zwei Fahrten rausgesucht und ich werde natürlich begleitet von dem Bad Flavor Marcel. Ayo. Hallo. Ja, wir haben uns heute zwei Touren ausgesucht, beziehungsweise wir hatten erst eine Tour zusammen, aber das hat irgendwie nicht ganz geklappt. Jetzt fahre ich zwei Scania-Sattelmaschinen nach Milano. Und Marcel, was hast du? Kunststoffgranulat 19 Tonnen nach Parma. Ah, gut. Ja, Milano und Parma ist nicht weit auseinander, deswegen haben wir das jetzt so gemacht, das ist die gleiche Route. Und ja, ich würde sagen, lass uns einfach schon mal losfahren. Wir haben ja genug Zeit zu quatschen. Ja. So, wir müssen mal mit Tasten hier klarkommen. So. So, ich hoffe, das mit dem Sound ist auch gut. Hallo, meine Freunde. Hallo. Ja, wieder mit Facecam. Das ist jetzt eigentlich, nee, genau, PUBG hatte ich jetzt schon aufgenommen mit Facecam und eine Folge hier, Transportfieber. Das ist jetzt eigentlich so die erste Folge, die jetzt ohne Überraschung als ganz normale Folge kommt, mit Facecam. Das Lenkrad sieht er ja auch, genau. Jo. Du gibst alles vor, Tempo und wie so weiter und so fort, ne? Ich gebe alles vor, wir sind aus der Stadt raus, wir können Gas geben. Wir müssen vielleicht gleich einmal kurz nochmal auf Autobahn anhalten. Ich muss die, glaube ich, jetzt ein bisschen leiser lauter machen. Lauter? Ja. Weil wenn er jetzt hier so am Fahren ist und so ein bisschen untertourig, dann brummt der Motor so laut. Dann bist du ganz schön leise, ja. Oh ja, so ist. Alter. Muss ich auch kurz abbremsen. Genau, wir fahren den DAF, den Euro 5. 510 PS beide. Wir haben uns gedacht, wir fahren heute mal wieder ein bisschen was Stylisches. Und ja, können jetzt den einmal von außen angucken, aber dann hört ihr wahrscheinlich jetzt gleich gar nichts mehr. Wird jetzt ein bisschen lauter. Oh, es geht. Ich habe mir Weiß-Silber mit Chrom ziemlich schlicht gehalten diesmal. Genau. Können wir uns nachher auf der Raststätte nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja. Wir gingen hier nochmal das Sprechen. Ich glaube mit X. Hallo, hallo. Ja. Oh, toll. Super, ich liege auf dem Dach. Mich hat ein Auto gerammt. Ich bin einfach in die Luft geflogen. Toll, tolles Auto. Ich fahr zur Tankstelle. Super, ja, ich bin, meine Ladung ist im Arsch, ne? Alles kaputt. Ja. Toll. Können wir nochmal neu anfangen. Ja. Gut, meine Freunde, das war Versuch 1. Wir sehen uns bei Versuch 2 dann gleich wieder. Bis denn! So, meine Freunde, da sind wir wieder. Wir sind jetzt unten. Ich kann euch das mal Map zeigen. Das hier ist übrigens mein Auflieger jetzt. Passt farblich sogar ganz gut. Da hinten seht ihr auch schon den Bad Flavor ankommen. Pass auf, da kommt einer hoch, die Auffahrt. Ja, ich hab's gesehen. Oh, er fährt einen schönen Tanker. Der hat auch gut Gewicht da vor mir. Ja, der hat gut Gewicht, ja, das kann ja auch. Sieht ja schon den Kranwagen. Ja, muss ganz schön schuften. Hier ist der Bad Flavor. Ja, wir fahren jetzt von hier unten, von Catania über Messina. Haben wir hier noch? Napoli, Cino. Fahren wir bis nach Pescara. Das sind jetzt noch 818 Kilometer. Und ja, würde ich sagen, lass uns nicht lange fackeln. Lass uns loslegen. Ja. Du wirst ja wahrscheinlich schwerer sein als. Ja, ich habe 19 Tonnen. Na, so viel habe ich nicht. Ich habe 16. Wir haben ein gutes Gewicht drauf. Ja, der Auflieger sieht gut aus. Den gleichen hätte ich jetzt nach Kassel gehabt. Das ist jetzt der Schwarzmüller-Tank. Ja. Ja. Schönes Ding. Ja, lange nicht mehr gefahren hier, ETS. Nee, nicht wirklich. Nicht so wie früher. Hey, früher haben wir es gesuchtet ohne Ende. Früher haben wir es gesuchtet. Da sind wir dann wirklich echt eine 2000er Tour nach der nächsten gefahren. Immer die weitesten Strecken.
Hat's auch keinen gestört. Nee. War schon ziemlich cool damals. So, ich hoffe, ihr hört mich ja gut, aber es war eben auch ganz gut ein Test. Wie schnell fahren wir? Full ahead oder was? Ich würde sagen 120, weil da kommt schon die erste Baustelle. Ja, alles klar. Komm nicht mal auf die 100. Ich wollte gerade sagen, ich fahre mal 114 mit Vollgas. Ja, ich bin jetzt bei 110 durch das Bergauf. Wie war das hier nochmal? 50 oder so, ne? Ja, 30, aber mit 40 schaffst du es auch noch. Versuchen wir es mal. Ja. Ich finde den Sound von diesem Dach so geil. Ja, der ist schon kernig. Ja, Server ist voll. 4000 Leute, glaube ich, waren hier drauf. Ja. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß hier mal in der Folge ETS. Dass mal ein bisschen was gechillt ist. Ich werde jetzt nicht ganz so viel reden. Und ja. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall Daumen und Abo da. Tut mir leid, wenn ich ein bisschen am Gehen bin. Ich hatte ein sehr, sehr hartes Wochenende. Freitag hatte meine Mutter Geburtstag. Danach sind wir Einweihungsparty gefahren. Da hatten wir noch 130 Kilometer zu fahren und dann erstmal noch ein bisschen gesoffen. Und dann bist du dann halt wieder nach Hause gekommen und heute reingefeiert. Meine Schwester hatte Geburtstag, auch wieder wenig Schlaf, viel getrunken. Und ja, dementsprechend bin ich vielleicht ein bisschen müde. Aber wir müssen jetzt arbeiten. Die Pflicht ruft. Ja. Schon heftig hier an den Schwertransportern vorbeizukommen. Ja. Schon Elefantenrennen. Ja, also 90 Sekunden Überholzeit ist eindeutig überschritten. Ja. Aber ich komme jetzt in ihm vorbei. Ja, jetzt kommt sowieso eine Mautstation. Super. A40 geht locker. So, ich habe mich auch schön bei ihm bedankt. So. Ja, gleich kommt noch eine winzig kleine Fähre. Ja. Eine wirklich winzig kleine. Hätten sie auch eine Brücke bauen können. Ja, hätten sie auch eine Brücke bauen können, ja. Das Lustige ist jetzt mit der Facecam, muss ich mich halt immer. Ja, zusammenreißen, ne? Nicht in der Nase bohren. Nicht an Eier kraulen. Tja, Nachteil einer Facecam. Ja, ist ein Nachteil einer Facecam, ja. Nicht gähnen die ganze Zeit. Du wie jetzt? Nicht so. Genau. Jetzt mit beiden Händen am Lenkrad. Ganz konzentriert. Kann man auch gut langschütteln. Ja. Alles easy peasy lemon squeezy hier in Italien. Ist super. Mit dem 1.33, glaube ich, ist ja das Update, das nächste, was kommt, soll dann ja der Krone kommen und die Hamburg, also die überarbeitete Map da in Norddeutschland. Ja, wird interessant. Ja. Interessante Stadt hier. Messina. You have entered the city. Jetzt heißt es nur noch 80. Dann kann ich Gas mehr geben. Kann ich auch nicht. Ich komme mit 120 an, aber jetzt kann ich. Jetzt rolle ich nur noch. Ja, wir müssen sowieso bremsen. Ja, meine Freunde, ihr seid ja von mir schon gewohnt. An Ampeln halte ich mich jetzt nicht so. Braucht man auch nicht. Nee. Nicht im Multiplayer. Nee. Weil dann weiß man ja, ob einer kommt. Das sieht man ja auf dem Navi. Jetzt im Singleplayer würde ich das auf jeden Fall auch machen, weil das geht ja dann meistens doch in eine Buchs. Den Hafen hier bin ich bisher noch nie gefahren. Echt nicht? Nö. Bin ich schon mal? Doch, wir sind doch schon mal hier gefahren. Bin ich sicher, ich meine nicht. Doch, da haben wir dann so eine lange Tour nach England gemacht, wo wir dann alle keinen Bock mehr hatten. Achso. Ja, dann war das aber auch nur einmal. Kein zweites Mal. So.
20 Minuten Fahrzeit und trotzdem 347 Euro oder Bucher. Wir hätten noch die andere Fähre nehmen. Noch eine. Und das. Hier nix. Einfach geradeaus. Jetzt sehe ich's. Einfach geradeaus ist nicht so hier. Also dein Tank ist leer, hab ich gerade reingeguckt. Das kann gar nicht sein. Der ist voll. Da ist nichts drin. Hab ich gerade eben noch vollgetankt. Hast du gerade noch vollgetankt? Ja. Nein, ich meine deinen Aufliegertank. Achso. Das, ja. Es ist das Drumherum, was 19 Tonnen wiegt. Ja, stimmt. Was ich da kommen welche. Ja, wolltest du noch weiter ausholen? Er fährt einen dicken Scania. Oh, und dahinter noch einer. Oh, der ist ja solo. Oh ja, es ist. Schön hier durch die Altstadt schlängeln, wa? Oh, das war aber knapp am Stoppschild. Das kann gut sein, ich hab's nicht gesehen. Oh, bei mir aber auch. Ich bin auch noch über den Bordstein gefahren, da über den Gehweg. Obwohl ich gedacht habe, ich hole jetzt noch ein bisschen weiter aus. Aber da sieht man einfach mal die fehlende Praxis. Ja. Komm mal mit 40 hoch. Hm. Warum fährst du mir eigentlich davon? Ich verstehe das gar nicht. Ich auch nicht. Ich gebe nur Gas. Ich auch. Getriebe hast du jetzt reingemacht? Hast du jetzt das 16-Gang oder? Nee, ich bin noch im 12er. Ha. Und du? Welches von den beiden? Das mit Ritaler. Wir sind beide mit Ritaler. Ja? Ja, sind zwei 12-Gang-Getriebe. Ja, das eine ist ein bisschen besser, das andere nicht. Das drittletzte. Ich glaube, ich habe das viertletzte. Also ich schalte jetzt erst in hier. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich bin. Ach doch, da steht's ja 85. Ich bin jetzt bei 90 und noch im 10. Ich bin im 11. Fang jetzt in den 11. mit 97. Kommst du nicht hinterher? Doch, ich fahre jetzt 102 schon. Es ist schon schneller wie ich. Die. 120 sagst du, ne? Würde ich sagen. Gut. Wenn wir das überhaupt schaffen mit den LKWs. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich hab der Format jetzt drin, ich bin jetzt im 12. Ah, ich bin bei 111. Ja? Gut. Aha. 120 sollten wir wohl hinkriegen. Sollten wir hinkriegen, das denke ich auch. Bin noch im 11. Ich bin im 12. Ich hab beschleunigt mit Tempomat oder? Ich beschleunige selber. Achso, ja, ich habe jetzt eben auf Tempomat geschaltet. Ja. Ich fahre jetzt mal, ich fahr mal 125, damit ich ein bisschen weiter rankomme. Ja. Ah, dieser untertourige Sound, so schön. Ja, ja, ist schon gut. Ach du Scheiße, ich habe gar keinen Sprit. Nee, sind gerade an der Tankstelle vorbeigefahren. Ja, ich, also noch ist er. Ich habe noch 190 Liter. Machen wir die nächste raus. Ich versuche so auf 100 Meter ranzukommen. Dann. Aber ich bin jetzt bei 120, 122. Ja, ich bin bei 130 jetzt. Irgendwie geht das hier gerade leicht bergab. Ja, glaube ich auch, weil er beschleunigt sehr schnell im Moment. Einen Kilometer kommt eine Tankstelle. Brauche ich noch nicht. Ich will weiterfahren. Ich habe ja noch 180 Liter. Okay. Ja, irgendwie geht das hier wirklich leicht bergab, also. Ja. Rolle. So, Tempomat ist bei 120 wieder drin. Ja. Oh. Was soll ich dafür hupen? Weiß ich nicht. Ich hupe schon gar nicht mehr, weil die meisten gar nicht zurückhupen. Ne, ich mache auch viel Lichthupe nur noch. So,
Sag, was hast du denn bei deinem Auto da gemacht? Hast du dir da noch einen Himmel eingebaut und Dreipunktgurte oder was ist das alles? Ja, die Schrotgurte habe ich ja schon länger drin und Himmel habe ich jetzt mit Leder überzogen. Ja. Mit hier kaschiertem Leder. Das habe ich gesehen. Gut, ne? Ja, und hinten hast du irgendwie da auf Ruderblag, was ist da, einen Baseballschläger liegen? Ja. Da habe ich meinen Baseballschläger liegen. Ja. Beziehungsweise eingerastet. Deswegen habe ich mir eine eigene Ruderblage gebastelt und dann habe ich mir da meine Endstufe drauf und mein Baseballschläger. Ja. Und nochmal Lautsprecher draufgesetzt, weil da hinten sind keine Lautsprecher. Das ist ziemlich nervig, wenn nur von vorne Sound kommt. Ja, das stimmt, das ist doof, ja. Wenn man schon so ein großes Auto hat, ne? Ja, das stimmt. Passat war das, ne? Ja, schön Passat 35i, schönste. Ja, das 35i sagt mir jetzt persönlich nichts. Das ist Modellreihe. Was? 35i B4. Das hilft mir jetzt noch weniger. Gibt den 35i B3 und den B4. Oh, der B4 ist ja gut. B4 ist den ich fahre mit der Facelift-Version. Achso. Finde ich persönlich auch ein bisschen schöner. So schön kernig. Wie viel PS hat der? Der hat jetzt 90. Ja. Und aber irgendwann noch eine andere Maschine rein. Geld dafür ab. Lohnt das? Was? Lohnt das? Ja, auf jeden Fall. Weil das Auto, wo ich will es versuchen, mein Leben lang zu fahren. Okay. Ich will nicht so einen neumodernen Quatsch haben. Mir viel zu viel Technik drin. Dem Auto habe ich kein ABS, kein ESP, kein Airbags, kein gar nichts. Achso. Ich mal Airbag? Nein. Ich sag immer, wenn's knallt, dann knallt's richtig. Ja, das glaube ich auch. Wenn's knallt, dann knallt's dann wirklich richtig, ja. Brauche ich auch nicht rumheulen, wenn irgendwas wehtut. Nee. Was würdest du da für eine Maschine reinsetzen? Wenn ich das Geld habe, dann kommt da von einem Golf 4 R36 die Maschine rein. Das ist eine 3,6 Liter VR6 Maschine. Ah. Aber das Ding kostet auch mal eben nur der Motor 3600 Euro. Wie hat der denn runter? Oh, so 120.000 dann. Okay. Sind dann aber doch schon recht teuer, die Maschinen. Ja. Dann muss ich auch noch komplettes Fahrwerk umbauen, ich muss hinten auf Scheibenbremsen umbauen, ich muss auch komplett auf 5 Loch umbauen. Vorne die Scheibenbremsen müssen größer. Ich schätze mal Umbaukosten so 6.000 bis 7.000 Euro dann. Okay. Jetzt so sollten wir die nächste Tankstelle dann mal anlaufen. Ja, sobald eine kommt, sage ich Bescheid. Ja. Schön hier in Italien. Ja, sehr schöne Landschaften hier. Also hier fahre ich gerne. Nicht so viel los, obwohl der Server voll ist, ne? Es gibt aber auch viele, die erst dieses hier immer noch nicht haben. Mhm. Das stimmt. Was ich ziemlich traurig finde. Ja, weil das eins wirklich das Schönste ist, ne? Ja. Vor allem, weil das ja auch ganz schön lange weit tun möglich. Ich bin mal gespannt, wenn die neue Map-Erweiterung kommt. Die Baltic starten. Genau. Die soll ja auch richtig geil werden. Ja, dann kannst du richtig weit fahren, du. Ja. Und danach soll ja Spanien-Portugal kommen, ne? Na, mal gucken. Da kommt eine Tankstelle in 1 Kilometer. Ne, das haben sie schon angekündigt. Spanien-Portugal. Ja. Ja. Hab ich noch gar nicht gesehen. Auch interessant.
Und halt komplette Überarbeitung der Standard-Map. Ja, der Deutschlandkarte. Ja, das ist an der bitter nötig. So mal Zeit. Und dann wird es auch keinen ETS 3 brauchen, weil es immer erweitert wird, macht das keinen Sinn. Bin geradeaus, glaube ich. Egal, ich fahre geradeaus zum Tanken. Kann man nicht tanken, muss leicht. Wir hätten abgemusst, ja. Nächste Tanke. Ja, wenn du es noch schaffst. Ja, noch 92 Liter habe ich noch. Okay. Dann fahren wir den nächsten. Ich habe leider nur Heizöl drin, der läuft nicht gut. Ja. 7,5 Euro, der kann er noch. Weiß ich nicht mehr, ob der das noch kann. Oh, jetzt habe ich bei 80 Tempomat angemacht, jetzt fährt er gerade mit so 1200 umdrehen. 12. Gang. Mach ich auch mal. Ja, 1500 Umdrehung. Bei 90. Oh. Oh ja, jetzt geht er auf 1200. Oh, schön. Im Rummeln ist er. Brauchen wir ein bisschen länger zum Beschleunigen. Mein Auto. Wie schön der Brummen ist. Ja, schön, ne? Jetzt komme ich dir ganz schön nah. Ja. Klingt fast schon wie so ein Kühler. Überholen sie nicht. Ne, wir sind gleich schnell. Runtergegangen. Kommt eine Tankstelle. Scheint sogar behindertengerecht zu sein. Da war ein Schild. Oh, da müssen wir sogar abfahren. Oh, schön. War ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Also fahren wir da runter. Jo. Oh, enge Kurven. Oh. Touchdown oder was? Oh, nö, das war knapp. Waren halt ein bisschen enge Kurven. Ja, bei mir sah das aus, als wenn du eigentlich betroffen hättest. Nö, das war gerade noch so knapp davor. Kann aber nicht mehr viel gefehlt haben. Nee, da fehlt dir wirklich nicht mehr viel. Die an, die an. Oh, schöne Tankstelle. Ja, von der anderen Seite bin ich da schon mal hingefahren, aber von der Seite hier bin ich da noch nicht rangekommen. Ich war da noch gar nicht. Interessant gemacht. Dafür, dass sie einfach so eine Autobahn genommen haben und die gesperrt haben. Ja. Da gibt's Sprit. Ja. In Massen. Danke nochmal. Halt ja nicht, ne? Wollen wir uns mal von außen nochmal den LKW angucken, meine Freunde. Schönen DAF. Long Chassis. Man sieht schon nice aus. Oh, hat. Ja. DAF aber trotzdem für DAF ganz cool. Ja, auch der DAF kann schön sein. Auch der DAF kann schön sein. I'm ready to go. Wie weit haben wir noch? 300 nur noch, 330. Oh, 300. Haben wir es ja gleich schon geschafft. Viertelstunde noch. Boah, da kriegen wir hin.
Geht dann aber gut bergauf, du. Jo, muss ja schon wieder ein bisschen kämpfen. Da krummelt er aber am besten. Ah, wir sind oben. Jetzt geht's wieder bergab. Jetzt geht's wieder bergab, das stimmt. Kurve wird eng. Ja, möchte ich auch nicht so schnell nehmen. Eine sehr eng. Eine sogenannte Hundekurve. Ah, die ist wirklich eng. Ah, oh, passt. Oh, ich habe ein bisschen zu weit runtergebremst. Bisschen siebten Gang hat er runtergeschaltet. Oh, dann mach nichts, da war ich auch. Dieser Ladedruck hier drin, ne? Sag 1,9 bar oder sowas. Ja, jetzt bin ich bei 2. Bei 1. Ja. Ich bin ja bei 2000. Also bei 2000 Drehungen war ich so bei 2,3, 2,4. Ja, 2,4 schätze ich mal. Also. Echt nicht mal wirklich ein. Also, da können sich ja manche Autos, ne? Wenn manche Autos so einen Ladedruck hätten, du. Ja. Eine Mautstation. Oh, echt jetzt? Mhm. Ich liebe die Idee, meine Freunde. Ja. Telepass ist rechts. Da. Oh, oh, die ist kurz. Oh, scheiße, bremsen. Ja, die ist kurz, sag ich ja. Aber das ist gut. Alles gut. Passt. Wie, du fährst jetzt hier? Achso, alles klar. Was? Ja, ist gut. Ich dachte, du fährst ab. Nee. Das ist auch wieder so ein Autobahnkreuz, da musst du dich erstmal zurechtfinden. Ja. Das ist mal für Studierte. Ja. Na, kommt uns sowas entgegen? Ah ne, die fahren ab. 4 Stück. Und alle ab. So, kann man sich ein bisschen zurücklehnen? Könnte man sich einen Kaffee kochen? Hier wäre jetzt Napoli. Hä? Hier wäre jetzt Napoli. Hm. Ja, ja, so ist das. So, nicht anders, ne? Hm. Läuft. Ja. Bei Casino müssen wir rechts ab. Geht doch nicht anders. Kannst du es ja mal versuchen, geradeaus zu fahren. Auf den Schildern geht das nicht. Okay, geht schon. Das fahren wir noch. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Sperrt. Und so eine komische Wand. Auch wieder rechts ab. Ja. Aber wenn die jetzt hier die Deutschlandkarte arbeiten wollen, hat dann noch jede Autobahn 150 Baustellen? Wahrscheinlich. Ich meine, die haben ja jetzt die Zufallsereignisse da drin. Ja. Kommt es auch mal vor, dass da so eine komplette Baustelle ist?
und Kreisverkehr. Turn around. Schön, ein kleines Dörfchen. Auf diesen Hotelparkplätzen sollten viel mehr LKW stehen. Ja. Das ist ja auch nur der Online-Modus. Ja, aber ich fände es trotzdem cool, wenn die hier wirklich dies mit den Zeiten besser irgendwie reinpacken würden. Also, dass du wirklich auch mal eine Pause machen musst. Ja. Mal. Hast du schon gesehen, was hier Truckers MP vorhat? Nee. Die wollen den KI-Verkehr mit reinbringen. Echt? Mhm. Ach du Scheiße. Die wollen dann auf einen extra Server wieder KI-Verkehr mit reinbringen. Na, das wird ja lustig. Aber ich schätze mal dann nur auf Euro 1, wo du dann sowieso nur 90 fahren darfst. Ja. Ja, sonst macht das auch keinen Sinn. Ja, sonst macht Euro 2 hier keinen Sinn. Jetzt sind wir durch Casino. Aber wie gesagt, was ich sagen will, du hast 2 Stunden Spielzeit und dann musst du mindestens 10 Minuten Pause machen. Oder du hast eine Stunde und musst davon mindestens 5 Minuten. Also du fährst 55 Minuten und musst 5 Minuten wirklich auf dem Rasthof stehen und Pause machen. Ja, das war ja damals hier bei. Welchem Spiel war das denn? Ich glaube bei. Longhaulen war das, glaube ich, damals, wo du dann selber bestimmen konntest, ob du jetzt nur eine Stunde Pause machst oder 12 Stunden. Genau, das war bei. Ja, ich glaube, das war bei Longhaulen, ja, das kann sein. Ja, Longhaulen und Haulen und sowas. Oder 18 Wheels und Steel. Und 18 Wheels? Ja, ja. Wieso diese Spielreihe war das? Fand ich noch schön damals. Wo man selber bestimmen konnte, ich mache jetzt eine Stunde Pause. Ja. Weil das Problem ist ja auch, wenn du jetzt im Singleplayer spielst. Du hast jetzt gerade eine Fracht angenommen, so. Dann kommt auf einmal die Meldung, du bist müde, musst eine Pause machen, machst eine Pause, bist verspätet. Ja, wenn du eine kurze Tour hast, kann das definitiv passieren, ja. Uns kommt mal einer entgegen. Seltenheit, oder kommt noch einer? Wie voll hier. Ja. Oh, jetzt wird's kurvig. Jo. Doch schön. Ja. Blitzer. Ja. Bleiben bei 80. Mich hat er auf jeden Fall erwischt. 80 klingt gut erstmal. 80? Ja, erstmal hier so die. Weil die Kurve könnte jetzt hart werden. Die wird mit 80 schwierig. Bremse ich nochmal runter. Ja, lass mal den Landweg nicht fahren darf. Ah, ja, es ist. Das Controller. Mit Lenkrad ist das besser. Lenkrad ist das easy going. Oh, hinter uns ist noch einer. Ja. Wer weiß, wie schnell der jetzt durch die Kurve scheppert. Keine Ahnung. Gucken, ob er gleich immer noch hinter uns ist. Der Bomat ist gesetzt auf 80. Stand ein Warndreieck. Bei mir nicht. Ja, es sind da diese geilen Zufallsereignisse, ja. Die nur halb drin sind im Multiplayer-Modus. Wie schnell bist du jetzt? 80. Da vorne gleich sowieso links. Ja, da von hinten kommt auf jeden Fall angeschossen. Ja, kann er ja gerne machen. Wird er gleich sogar noch. Meinst du das? Weiß nicht, wenn er gerade ausfährt, vielleicht. Mach schon mal einen Blinker an, wir müssen ewig. Der ist ja noch weit genug weg. Ja. Er kommt hinterher. Okay, dann gehen wir jetzt auf 90. 90. Kann er ja gerne überholen. Wenn er schneller fahren will. Oh, 1000 Umdrehungen. Ich höre das Turbo pfeifen. Bei mir ist kein Turbo mehr da. Jetzt kommt er. Jetzt kommt der Turbo. Na, wenn es ein bisschen bergauf geht.
kommt aber irgendwie nicht hinterher. Nee, nicht so richtig. Er kommt zwar näher, aber nicht so. Wer weiß, was er sieht. Ja, ganz normalen Sattel. Ach so. Also kann er maximal 24 Tonnen wiegen. Wir sind ja gleich da. Also ich bin gleich da. Ich muss jetzt hier gleich rechts ab im Meter. Nee, ich muss geradeaus. Ich muss direkt in die Stadt rein. Ach so. Ich komme aber bei dir mit. Gut. Dahinter kannst du ja auch noch geradeaus. Es scheint mir ein Steinbruch zu sein oder so. Gucken, was das ist. Ah, aber eine Kurve. Oh, schön. Einfacher Weg. Oh, er ging aber auch gut in die Bremsen. Ja, ich habe auch ausgeholt. Ich habe beide Spuren gebraucht. Weil da hat er sich erschrocken. Nö, ich habe das angekündigt, aber weit genug hinter mir. Schöne Landstraße hier. Und einmal links. Und einmal rechts. Was ist das denn für ein Gelände hier? Auf jeden Fall ein Zaun vor. Hier ist eine Waage, da will ich drauf. Funktioniert die auch? Du denn da? Da ist eine Waage. Funktioniert die auch? Ne, funktioniert leider nicht. Das ist ja schade. So ein Scheiß. Ja, ich habe jetzt, so weit habe ich es nicht mehr. Ich habe nur noch ein paar Kilometer. Ach, schön mit den Schläuchen. Ja. Deswegen ist mal ein schönes Detail. Ja, aber das sehe nur ich. Also bei dir sehe ich es nicht. Oder? Nee. Das ist nur bei deinem eigenen. Ich weiß gar nicht. Wir haben ja noch die Einstellung hier, ne? Ich weiß gar nicht. Bei dir sah es gerade so aus, als wenn es da gewesen wäre. Ich weiß nicht. Bei dir habe ich es bisher noch nicht gesehen. Nee. Kann aber gleich mal in den Einstellungen gucken. Also wir haben bei den Truckers MP Einstellungen haben wir mal geguckt, da habe ich das nicht gefunden. Also da ist zumindest alles sichtbar an, alles, alle Details on. Okay. Errungenschaft, Fortschritt, Imperator. Nice. Hast du den Auftrag? Von hier aus? Ja. Ein paar Meter. Okay. Jetzt in die Stadt rein. Hier aus in die Stadt rein, ich bezweifle es. Nee, ich hab nach Debrecen und nach Southampton. Ja, nee, das ist ein bisschen weit. Das ist ein bisschen zu weit, aber fahr mal vor. Ja. Gleich immer full ahead. Ich hab jetzt auch nur noch 40 Kilometer. Ja. Ja, weit konntest du es jetzt nicht mehr haben. Nö. Haben wir eine schöne knapp 45-minütige Folge, ist doch perfekt. Ja. Kann man sich auf jeden Fall schön morgens hinsetzen mit seinem Müsli. Ja. Kommt ja auch morgen online. 13 Uhr. Okay, da wird man nicht unbedingt mehr Müsli essen, aber okay. Oder wenn man aufsteht, ne? Ja, die meisten werden wohl arbeiten sein. Ja. Aber es sind ja jetzt Ferien und ja. Genau. Ist für die Toilette jetzt auch behindertengerecht? Ja, muss ich da mal hin. Ja. Behindertengerecht ist. Wahrscheinlich auf der Toilette. Nee, da haben wir nicht danach muss. Also Kreisverkehr. Ja.
Eine zweispurige Eisenbahnstrecke, kommt jetzt auch noch ein Zug? Na, wahrscheinlich nicht. Dann muss ich mir gleich auf jeden Fall noch die Garage kaufen. Ah ne, hab ich wahrscheinlich. Hab ich schon. Muss ich auch. Ich hab's. Aber ich war hier in der Stadt noch nicht. Okay, ich habe gerade mal festgestellt, der Retarder von dem DAF, der klingt nicht schön, nein. Hier schon rauf? Ne. Eine weitere. Ja. Schön verwinkelt hier. Ich muss hier vorne abladen. Cargo Truss. Machen wir mal Warnblinker an. Oh. Mal drehen, dass ich schön über den rechten Spiegel dann einparke. Kann ich hier drehen? Oh, mal gucken. Ich glaube nicht. Könnte eng werden. Dadurch, ich glaube, du kannst hinten. Ich glaube auch, aber das bringt mir ja nichts. Ja, aber kannst du da vorne drin, da ist mehr Platz. Meine ich zumindest. Ich fahr hinten rum, ja. Ah, hier hinten ist auch Platz genug zum Drehen. Ach, hier hinten ist ja. Da kannst du ja. Ist ja Platz bis. Im Bukto. Easy. Oh, massig. Brauchst ja nicht mal vollen Lenkeinschlag. Ja. So, schaffen wir es in einem Zuge? Mal gucken. Gucken wir mal, ne? Aber wird eng. Ne, hätte noch weiter vorziehen müssen. Ja, das passt nicht. Das passt nicht. Nur über Spiegel. Da musst du rein in die enge Lücke. Ah, hier ist es. Aufpassen, hinten steht noch dieser doofe. Diese Brücke da, die Wechselbrücke hier vorne. Ja. Oh. Bisschen eng eingefahren. So weit brauche ich gar nicht. Ein bisschen weiter. Kann ich ein bisschen gerade ziehen. So sieht's ganz gut aus. Oh, ein bisschen könnt's noch rüber nach rechts. Da sei sie noch. Ja, ich ziehe jetzt noch einmal vor und dann. Wollte es jetzt eigentlich. Wenn ich ganz viel Glück habe. Oh, falsch rum. Soll das jetzt passen? Ein Zug hat jetzt nicht ganz gepasst. Nein. Ja, auch nicht. Oh, oh, ich bin viel zu schärig. Oh, hier ist ein Trailer. Oh, 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 oh. Mal. Nein, 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 falsch rum. Das wird heute noch was. So. Irgendwann. Oh, ja, da ist ein Auflieger. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das kommt mal lange, lange aus der Übung raus. Jetzt sind wir drin. Sollen wir noch gerade stehen? So. Zack. Ja, fast gerade, ne? Mann, 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 ausgezeichnet aber. Bing, bing.
Tada! Ja, meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch bitte einen Daumen und ein Abo da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschalten würdet. Und danke auch an dich, Marcel, für die schöne Fahrt. Dafür nicht. Guti, haut rein, bis denn. Ciao. Tschüss.